Herzlich willkommen zur weiteren Folge hier auf der noch im Marsch. Wir machen weiter mit der Silage. Das heißt, das läuft jetzt nebenbei. Sieht ganz so, das läuft und läuft. Dann, bis es voll ist, dann ist es voll, dann wird er aufhören, hoffe ich jedenfalls. Ne? Und hier zu lange laufen, bis entsprechend nichts mehr greifbar ist fürs Förderband. Ansonsten wollen wir zwei Stück dazwischen schalten und dann geht's weiter bis zum mittleren Ende. So einen Rand im Museum noch da machen. Das werde ich immer ja, schauen. Ob sich das lohnt, da was zu kaufen und zu machen. Mal sehen. So, wir gehen erstmal mal weiter zu unserem Kartonfeld. Und machen da den Rest. Alles voll. War ich so. Ich bin nicht voll. Ja, heute noch die zwei Folgen. Das alles schafft, weiß ich nicht genau. Muss ich mal sehen, ne? Und wenn nicht anders geht, nächste Folge weiter. Da sind zum Glück nur kleine Felder. Also wirklich kleine Felder, sonst eine große wäre. Brr. Ja gut, da kannst du nur eins machen, dann musst du auch wirklich verbrannt arbeiten und dann doch mit Überladerwagen arbeiten und feste Abfahrer haben, die können nicht fahren, ne? Also ja, kipp ab, Junge, kipp ab. Einer wart noch. Und das ist der Original Ruder. Mit der originalen Menge, ich glaube 10.000 ist glaube ich original. Wenn jeder mal schon mal 10 Kilo Sack in der Hand hatte, das wird sicherlich wissen, warum das so ist. Und der Masse würde sicherlich die Tafeln stark quetscht würden und dann wären sie alle matsch. Das wäre irgendwie dann nicht, ja, nicht wünschenswert. Ne? Von daher werden die mengenmäßig auch, dass sie nur die 10.000 lagern können, ne, in diesem Bunker, ne. Das ist so. Na gut, macht man den Mod so. Mitnehmen 30.000 Liter, okay. Bisschen tragisch, sagen wir so, ne. Aber im Normalfall wäre ich jetzt sagen, okay, dieses Gerät würde ich so nicht nehmen. So. Hier ist Cosplay. Helfer rausschalten und dann manuell beziehungsweise lade ich mal selber ab. Ich zähle aber meistens also einen ungünstigen Zeitpunkt ein, dass sie leer voll sind. Sonst hätte ich schon viel früher abgetankt, wenn ich daneben gestanden hätte. Erst und erst einmal, ne? Dass der voll ist. So, langsam füllen, ne? Langsam, aber sicher. Timer läuft. Überziehen der Folgen ist nicht mehr meine Absicht. Dadurch gibt es ja eine zweite Folge, ne? Also es ist kein Gedanke, deswegen wollte ich jetzt dadurch mehr Einnahmen haben könnte. Nein, das ist nicht der Fall. Ich habe keine Einnahmen mit YouTube. Dazu bin ich zu klein. Wollte ich nicht mal drüber nachdenken. Und dann würde ich eher andere Themen ansprechen, andere Bereiche noch mitmachen wollen. Wenn ich das wegen Einnahmen machen würde, würde ich also im Prinzip ja zwei, drei Spiele nehmen halt, ne? Um ein breites Publikum anzusprechen. Jeder hat nicht den gleichen Geschmack. Ganz gut so. Aber ich würde persönlich dann noch ein anderes Spiel anfangen. Bevor ich eins in der Länge ziehen würde. Deswegen, nein, das ist nicht meine Absicht. Also verdienstmäßig habe ich hier nichts vor. Sei denn, einer wird mir sagen, okay, du hast jetzt was ich hier ein paar Abonnenten mehr und du würdest dann sagen, okay, du kannst 10.000 extra verdienen, dann würde ich darüber nachdenken und dann sicherlich auch nicht nein sagen, wenn das entsprechend so bleiben würde. Aber wie gesagt,
Gegen 3-4 Euro würde ich nicht anfangen, deswegen, ne? Weil dann heißt es auch Aufwand hier mit dem Finanzamt etc. Das passt dann in keine Rechnung rein, ne? Aber ich denke mal, da bin ich noch sehr weit entfernt, wann überhaupt mal erreichen würde, glaube ich eher nicht. Bin da jetzt ein bisschen pessimistisch. Da bin ich ein Jahr dabei. Ich habe auch einen konstanten Abruf. Ja, Pegel kann man sagen, ne? Also das ist da. Danke allen, die auch mal wieder mal reinschauen, ne? Auch haben sie mal liken und auch kommentieren. Aber da ist wirklich noch sehr weit entfernt, um da verdienen zu können, ne? Also ich persönlich, wenn mal Werbung von mir kommen sollte, von mir kommt die Werbung nicht. Ich weiß ja nicht, was YouTube alles macht. Ich schaue zwar meine Videos auch ab und zu mal an, so zur Kontrolle. Aber ich habe da noch keine Werbung gesehen. Natürlich hoffe ich, dass keine kommt, ne? Aber das ist ja ein Geschäftsmodell von YouTube, Geld zu verdienen. Das heißt, irgendwann, keine Ahnung, ob die bei mir auch welche halten würden, ne? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also ich persönlich habe noch nichts dergleichen vor und die Schallmauer heißt ja die 1000 Abonnenten und ab dann kannst du erst das freischalten lassen, ne? Also aber wegen 1000 würde ich da nicht anfangen, das muss ehrlich sein. Da muss es schon so weit stimmen, dass ich sagen kann, das muss ich auch lohnen, ne? Dass ich deswegen mir Gedanken machen müsste wegen Finanzamt, was ja der Aufwand ist, so bürokratischer Art, denke ich mal, ist bestimmt größer als der Nutzen, der bei rauskommt, ne? Deswegen sage ich mal vorläufig überhaupt nicht dran zu denken, ne? Und das ist ja auch nicht mein Ziel. Also das wäre ja, da müsste ich schon profimäßig Hilfe ranholen, ne? Also der mir das alles im Prinzip zeigt und macht und tut, ne? Also da kann es ja vermuten, woran das liegt und versuche auch was zu verbessern. Jetzt bin ich gerade bei und versuche mit dem Grafikprogramm meine diese Anfangsbilder zu verbessern und ein bisschen aufzupeppen, kann man sagen, ne? Aber mal sehen, was da dann muss ich mal sehen, ne? Ob das auch was bringen würde, ne? Das weiß ich nicht. Da dadurch noch Steuerung kommen könnte sein, möglich ist es, aber schauen wir mal, ne? Ich bin auch noch in der Testphase, ob ich jetzt diese Videos alles schaffe, das zu herzurichten, dass es besser aussieht, das weiß ich nicht. Aufwerten, das weiß ich, das geht. Das habe ich schon hingekriegt, aber um da hier ein LS-Symbol reinzubekommen zum Beispiel, das ist bedingt noch eine Testphase. Schauen wir mal, ne? Irgendwann wird schon was kommen, also Verbesserung. Mal sehen, heute Abend noch ein paar Videos hochladen. Das habe ich vor. Nebenbei bearbeiten und dann alles nach und nach herrichten. Ne? Schau mal, was glücklich ist. Ne? Bin hier auch ein Laie in der Beziehung, also. Muss man alles erarbeiten, ne? Und das ist ja meistens oft in Englisch die Programme und das ist für mich dann äußerst schwierig, ne? Aber Stück für Stück wird schon werden.
Arbeit auch noch fleißig, das ist gut. Hauptsache er kippt das nicht weg. Das ist meine Sorge. So, nehmen wir gleich den grünen an leer machen, ne? Weil der ist nämlich beim Wenden. Also, der wird gleich wenden. Also ich hoffe, ich kriege ihn noch vorher, Bruder. Das ist ja etwa 94%. Wenn es ein intelligenter Helfer wäre, würde er sagen, ich bleib stehen, ne? Und ruf mal, ne? Aber das ist. Da haben wir die Scheiße. Wie gesagt, das ist kein Helfer, kein intelligenter Helfer. Ob sie das auch hinkriegen würden, weiß ich nicht. Ja, aber dass er die Fruchtumfahrung das vermeiden würde, indem man gleich im Prinzip vorwarten würde, weil er ja im Prinzip weiß, wie viel noch reingeht an der Strecke und dann voranhalten würde, dann rufen würde. Ich bin jetzt bei, weiß ich, jetzt bei 80%. Entsprechend drehen, ne? Aber gut. Ist nicht. Gehen wir gleich hier vorne mit. Ein paar Reihen können mitnehmen. Ja, Samstag 17 Uhr, das ist der Wahnsinn, ne? Wie Zeit vergeht, also erstaunen wir ja darüber, wie es. Im Norden meldet er wieder Sturm, aber im Süden soll nichts kommen. Soll alles human bleiben. Einige Meteorologen verbreiten ihre Panik ohne Ende, das glaubt sie gar nicht. Ja. Diese Spekulation, da ist eine Kunst dabei. Die sollen eine Vorhersage machen, das ist gut, ne? Wenn ich hier sagen, hier, oh, könnte nochmal Winter kommen und so eine Scherze. Dann kommt noch ein paar Flocken, dann ist ja gleich der größte Winter da. Ja. Wir hatten neulich Abend auch ein bisschen Schnee. Und zwar in der Nacht zum Freitag. Oder war es zum Donnerstag? Ich weiß nicht genau. Jedenfalls war das ein bisschen weiß. Also 1 bis 2 cm. Lag so, Straße war nicht betroffen. Aber Arbeitskollege hat erzählt, er wurde ein bisschen höher gelegen, da waren schon Verkehrschaos, ne? Also festgefahrener Schnee. So. Das haben wir erledigt, der andere ist da hinten. Laufen wir schneller, geht mit flotter von. Von der ja, ein System, ne? Ja, mein Gebiss ist auch nicht ideal, also das war das die ersten Tage Katastrophe im Reden, ne? Aber gut, gewöhnungsbedürftig. Also die Kartoffeln schaffen wir nicht heute, sehe ich schon kommen. Das ist natürlich ein bisschen blöd, aber mir für jeden leid, dass nächste Woche wieder da ist, ne?
Aber versuche ja noch ein bisschen Abwechslung schaffen, ne? Dann machen wir nächstes Jahr höchstens Rüben, ne? Also oder die ganz kleinen Felder, ne? Also 3-4 Hektar Kartoffeln würde vollkommen ausreichend sein. Würde. Ja, der Arbeitsaufwand ist für Kartoffeln größer als für Getreide, ne? Muss ich sagen. Weil man muss ja viel mehr fahren und abfahren als Getreide, ne? Weil Getreide, da lässt du den Drescher arbeiten. 2-3. Du fährst ab. Du schneller. Aber Kartoffel. Nix da. So. Steigen wir aus. Mal ganz kurz zur BGH laufen. Die ist ja um die Ecke. So einen extra hohen Zaun, wo ich rumlaufen muss. Läuft noch. Hör Rauschen. Das sieht gar nicht mal schlecht aus, ne? Und wie gesagt, die Ecke. Ist halt so, ne? Das kriegen wir auch nicht mit. Müsste man höchstens eine separate Kehrmaschine nehmen, wie auf der Touring-Karte. Dann würde das auch teilweise mitgenommen. Aber da kommen wir auch schlecht hin. Weil hier ist ja auch. Gut, hier wird es gehen teilweise, ne? Aber hier wird es. Ganz schwierig, ne? Nur eckenweise, also wird man hier. Das ist leider so. Siehste, voll geschafft. Kurz, aber schmerzlos. So, liebe Schauer, das soll es für heute gewesen sein. Ja, für die heutige Folge jedenfalls. Eine kommt ja heute noch. Am Freitag, jetzt weiß ich, wie Freitag ist. Weil ich die Folgen gezählt habe. Dann sagt mal Tschüss und winke. Ich sage mal allen Dank fürs Zuschauen. Fürs Liken, Abonnieren. Ja, und auch mal kommentieren, ne? Ja, immer weiter schreiben. Rein damit. Habt ihr Fragen, Anregungen, einfach mal stellen. Versuche ich drauf einzugehen. Schriftlich, gleich sofort. Und wenn das was Gravierendes ist, was man erklären soll, dann wird natürlich auch hier ein Video gemacht. Ja, dann sagt mal Tschüss und ciao. Man sieht dann. Vielleicht zur nächsten Folge. Würde mich freuen. Tschüss.